Ein Objektiv für 45 Euro? Gibt's das? Ein Objektiv für 45 Euro? Gibt's das? Ja, es gibt's tatsächlich. Mein Name ist Marc Schänzle, ich bin Fotograf im Raum Stuttgart und ich habe zufällig bei Amazon ein Objektiv gesehen für 45 Euro. Ich dachte, okay, das muss ich einfach mal testen. Ich kannte bisher das Canon 50 mm, aber dieses Objektiv kostet wirklich noch die Hälfte von diesem Canon Objektiv und ich möchte einfach wissen, was kann dieses Objektiv leisten, vor allem auch in Verbindung mit meiner Kamera, die Canon 5 DSR. Die Janine war so lieb und wird mir ein bisschen Modell stehen heute und ich bin wirklich gespannt, was da für Bilder rauskommen. Also, kommt mit! Ja, also ich habe jetzt einige Aufnahmen mit der Janine gemacht. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Bisher die Resultate auf dem kleinen Bildschirm sahen sehr gut aus. Ich bin schon ganz gespannt nachher auf dem Rechner, was es an Schärfeleistung bringt. Man merkt ab und zu, dass der Autofokus ein bisschen pumpt, aber ich finde, es ist okay. Also ich könnte damit leben, zu dem Preis allemal. Also ich habe jetzt keine wesentlich schlechteren Merkmale gefunden gegenüber dem Canon. Ja, wie gesagt, also ich gehe jetzt mit Janine noch ein bisschen fotografieren und dann schaue ich mal zu Hause, was dabei rausgekommen ist. Bis dann. So, wir befinden uns jetzt in Capture One. Ich habe die Bilder schon mal alle importiert und etwas vorsortiert, dass wir da hier nicht die 400 Bilder anschauen müssen. Ja, so eine kleine Ernüchterung kam dann doch etwas. Also es ist natürlich nicht die Schärfe, die man mit einer guten Festbrennweite erzielen kann. Aber woher soll es auch kommen bei einem Preis von 45 Euro? Ich denke, im Allgemeinen ist es eigentlich eine Linse, die ist ganz okay für Hobbyfotografen, die das ab und zu eben mal den Brennweitenbereich brauchen und sich dann vielleicht keine teure Linse in einer höheren Preiskategorie anschaffen möchten. Wir gehen jetzt hier einfach mal ein bisschen durch. Also ja, ganz die Schärfe ist nicht da. Ich habe auch ein bisschen mehr Ausschuss festgestellt, als ich sonst habe. Ich meine, die 5 DSR ist Outdoor eh manchmal ein bisschen problematisch. Aber hier, ja, es ist eine gewisse Schärfe da. Hier ist es eigentlich auch ganz okay, wenn wir mal nicht meckern. Ja, also alles in allem ist es okay. Schauen wir mal hier, Richtung Auge. Ja, also was will man groß erwarten, wie gesagt. Hier sieht man ein bisschen die Unschärfe und das Bokeh. Ja, also wie gesagt, in diesem Preisbereich. Die Bilder sind ganz okay, denke ich. Ja, hier ist ein bisschen dunkler geworden, das kann aber auch in der Kamera eben. Ich habe im AV-Modus übrigens fotografiert, alle auf Blende 1.8. Und die ISO habe ich dann entsprechend immer
etwas angepasst, je nach Lichtverhältnissen. Hier war es ein bisschen dunkel. Aber ja, hier sehen wir auch nochmal, hier war ich ein bisschen näher dran, die Unschärfe in den Bäumen. Also wie gesagt, für 45 Euro haben wir hier definitiv nichts falsch gemacht. Okay, ich habe für euch noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar werde ich genau dieses Objektiv, das Yongnuo, verlosen. Das Video wird auf zwei Kanälen erscheinen, einmal auf StudioTalk natürlich und auf meinem privaten Kanal. Und ihr könnt das Objektiv gewinnen, indem ihr entweder auf dem einen oder anderen Kanal einfach einen Kommentar hinterlasst. Warum ihr das Objektiv vielleicht haben möchtet, irgendwas Kreatives, schreibt einfach was rein. Und unter allen, die kommentiert haben, werden wir dieses Objektiv verlosen. Die Auslosung findet Mitte Dezember statt. Ich habe jetzt noch keinen genauen Tag. Auf jeden Fall werden wir dann die Person anschreiben. Und ja, ich drücke euch schon mal die Daumen und kommentiert fleißig, teilt das Video. Das wäre nett von euch und wir sehen uns im nächsten Video.